Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video in der PS5 Schritt für Schritt Reihe. Wir kommen zum Menüpunkt Zubehör unter Einstellungen. Wir haben alles andere schon durchgenommen. Jetzt kommen wir zu Zubehör. Auf der linken Seite haben wir dann unsere verschiedenen Karteireiter, die wir gleich dann alle abarbeiten werden. Allgemein Controller, Medienfernbedienung, da können wir nichts machen, habe ich nicht. Tastatur, Maus, Kamera. Bei allgemein haben wir Bluetooth-Zubehör. Da haben wir jetzt natürlich zwei Controller. Ich habe nur zwei. Können wir löschen oder verbinden. Also wenn einer mal Probleme macht, einfach hier reingehen und den komplett rauslöschen. Oder ihr seid mit dem, der geht, drinne und der andere macht Probleme, rauslöschen und dann einfach wieder neu verbinden. Manchmal hilft das. Und auch überprüft das, dass ihr die Updates auch für euren Controller immer gemacht habt. Einfach den USB-Kabel vorne an den Controller ran, den USB-C und den USB-A vorne in die PlayStation 5 rein. Kurz warten, dann steht dann da schon, Update wird ausgeführt oder ja, ein Update ist verfügbar und dann bestätigt man und dann geht das los. Zubehörteile, ja, ist Wireless-Controller. So, seht ihr das? Ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich muss jetzt das mal wieder anschalten. Ja, ich habe halt den, der an ist, ausgeschaltet. Wenn jetzt der andere Wireless-Controller jetzt noch an wäre, dann ja, könnte ich den auch ausschalten. Bluetooth ausschalten rate ich euch nicht, weil dann geht der PlayStation-Controller auch nicht mehr. Steht hier auch alles drin. Kann ich euch nicht empfehlen. Macht das nicht. Controller. So, ja doch. Vibrationsstärke ist eigentlich auch Standard. Man kann auch halt aus, schwach, moderat, stark machen. Also ich finde das ganz gut so. Intensität der Triggers. Damit meinen Sie das neue haptische, also was jetzt mit den Triggers dazu gekommen ist und den haptischen Feedback, dass praktisch die Trigger-Tasten, also L2 und R2, wenn jetzt die Pistole, wenn ihr einen Shooter spielt und da ist halt zum Beispiel der Hahn, also der, ach, wie heißt denn der Auslöser? Wie heißt denn von der Pistole vorne? Das, was man drückt, damit der losgeht. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Wenn das im Spiel nicht geht oder nur schwergängig geht, weil es eine alte, verrostete Pistole ist, dann sagt das Spiel, wenn der unterstützt wird, also wenn der Publisher da mitgemacht hat, dann geht das halt auch für den Controller schwer. Und einige haben dadurch halt schon so doll raufgedrückt und haben dann hier einen Controller kaputt gemacht. Wenn euch das neue Feedback davon nicht so gut gefällt, bei COD zum Beispiel kann ich euch empfehlen, schaltet es aus, weil ich habe da immer verrissen mit. Also wenn du das anhast bei COD, verreißt du die Pistole noch mehr mit. Deswegen habe ich bei COD ausgeschalten. Aber in normalen Spielen möchte ich es gerne haben. Deswegen habe ich es auf Standard. Helligkeit der Controllerleuchte. Ja, habe ich jetzt auf Standard. Wir könnten es jetzt natürlich auch schwach machen. Vorher hatte ich es schwach, aber ich musste ja meinen PlayStation neu machen. Spart ein bisschen Energie. So. Kommunikationsmethode. Da können wir jetzt aussuchen, Bluetooth oder Kabel. Also für einen Controller. Wir lassen natürlich Bluetooth, logischerweise. Gerätesoftware deines Wireless-Controllers. Wartet mal, ich mach mal kurz den anderen Controller auch an. So, da seht ihr das, dass sich da nichts geändert hat. Also da könnt ihr überprüfen, welche Gerätesoftware der Wireless-Controller hat. Also natürlich, ja, das wurde auch übernommen für alle Controller.
Ich kann euch das nochmal zeigen, wenn wir das zu stark machen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsstet für Controller alles separat einschalten. So, ich nehme jetzt den anderen Controller wieder, den ersten. So, den anderen packe ich weg. Und ihr seht, es bleibt auf stark. Also alle Einstellungen sind für alle Controller. Und wie gesagt, hier seht ihr dann, welche Gerätesoftware ihr habt. Also ihr solltet rein theoretisch mehr da haben als ich. Beziehungsweise wenn ihr jetzt zeitnah guckt, ich weiß nicht, ob bevor ich es veröffentliche, noch ein Update kommt. Also entweder solltet ihr auf der gleichen Nummer sein wie ich oder höher. Wenn ihr drunter seid, dann habt ihr definitiv ein Update. Dann den Controller einfach per USB an, an die PlayStation stecken. Kurz warten, dann sagt er, ist ein Update da. Und ja, das geht leider noch nicht per WLAN, auch per Bluetooth. Auch nicht, wenn ihr den Controller am PC per USB Strom gibt, damit er genug Strom hat, damit da keine Unterbrechung oder so ist. Nein, ihr müsst den leider mit Kabel direkt an die PlayStation anschließen, um das aktuellste Update für den Controller zu bekommen. Und ich habe jetzt, seit ich die PlayStation habe und ich habe sie von Anfang an, habe ich eigentlich so gut wie mit jeder mit jedem Firmware-Update, außer dem letzten, und dann irgendwo mittendrin war mal eins, aber eigentlich so gut wie mit jedem Firmware-Update ein Update für den Controller auch bekommen. Controller-Lautstärke ist halt der Lautsprecher am Controller. Kurzbefehle für die Share-Taste, das sind jetzt, das finden wir auch dann nochmal wieder im Aufnahmebereich, also hier unten. Das halt, gehört aber halt zum Controller dazu, deswegen, wir haben den Aufnahmebereich separat, aber weil die Tasten ja auf dem Controller sind, haben wir es hier dann halt auch nochmal drin, wo ist halt Kurzbefehle für Share-Taste da. Und zwar, ich habe es auf Standard. Länge der Videoclips 30 Sekunden. Ja. Und also für, wenn ich für Spielinhalte ein Video mache, einfach ich sage hier, machen wir ein Video, zack, bumm, 30 Sekunden. Und hier habe ich auf Standard einmal drücken, gedrückt halten für einen Screenshot und zweimal drücken für ein Video. Ein Clip. Ihr könntet natürlich auch einfache Screenshots. Einmal drücken für Screenshots, also könnt ihr euch dann anpassen. Habt da drei verschiedene Möglichkeiten. Ich mag das aber eher so, Standard. Ihr drückt halten, ich habe mich daran gewöhnt, ihr drückt halten und Screenshot. Zweimal drücken Video, einmal drücken, zack, geht die Gamebase, Creator, Bedienelement. Das werden wir mal gleich mal aufschreiben für das Video. Creator Bedienelement. Creator. Da steht nämlich der Name endlich mal da. Ja. Weil ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Creator Bedienelement. Auch ein toller Ausdruck. Spielevoreinstellung. Das ist ein Punkt. Ja, warum? Also das ist ein Punkt, wo ich sage, what the fuck, warum? Das hat doch hier eigentlich gar nichts zu tun, weil gesicherte Daten und Apps und Einstellungen. So. Gesicherte Daten, Spiele-Apps, das ist hier unten. Da kommen wir als nächstes dazu. Gespeicherte Daten, Spiele, Apps, Einstellungen. Ehrlich gesagt, ich würde mir auch hier bei Ton und Bild, ist zwar schön, dass es drin ist, aber ich würde hier sagen, also als einzelnen Tonpunkt musste bleiben, aber ich würde, wenn sie sowas schon machen, bei Zubehör, dass man gleich auf die nächste Kategorie verweisen kann, ich würde mir ganz unten ja einen Punkt wünschen, Game. Einfach ganz normal Game. Und da dann halt alle Punkte zusammengefasst, also aus den verschiedenen Hauptkarteikarten, die Games, was für Game halt wichtig ist. Ja. Wartet, nee, Zubehör. Und da gehört halt auch, also Kurzbefehle hört nicht dazu, aber da gehört halt die Spielvoreinstellung, HDMI-Einstellung und sowas alles. Und Lautstärke vielleicht, oh, ne, Lautstärke nicht, aber HDMI-Einstellung,
HDR-Einstellungen, sowas. Und hier Spielevoreinstellungen. Und auch mit den, mit und hier allgemein mit dem, hier oben, wo ist das, mit dem Trigger und so. Das würde ich alles, dass man das dann separat, oh, das würde ich alles da auch nochmal reinmachen, dass man einen Punkt hat mit den wichtigsten Sachen, die man braucht für Game, also um zocken zu können oder um sich anzupassen und nicht in fünf Kategorien gleichzeitig. Ich muss immer gucken, wo was was ist, weil so die Struktur finde ich teilweise ein bisschen verwirrend vom neuen Menü. Aber egal, wir gehen einfach mal Spielvoreinstellungen durch. Ihr könnt euch den Schwierigkeitsgrad, Leistungsmodus. Wir kommen da sowieso nochmal dazu, weil da ist kompletter Menüpunkt eigentlich. Also so, es ist manchmal blöde, du hast in einem Video zwei Sachen drin, die in einer anderen Kategorie drin sind, die du dann halt doch wieder durchnimmst. Aber ich habe da den ganzen Spielvoreinstellungen drin. Also ihr könnt den Schwierigkeitsgrad ändern, ihr könnt. Ich geh nochmal rein. Schwierigkeitsgrad, Leistung der Auflösung, First-Person-Perspektive, Third-Person-Perspektive, Untertitel. Also selbst wo ihr steht und wie ihr steht, könnt ihr einstellen. Also ist wirklich krass und richtig geil, was man da machen kann. Wenn das jetzt jedes Spiel noch unterstützen würde, wäre das so geil. So. Controller barrierefrei. Also steht hier unten noch. Ist unter barrierefrei drinne, der Punkt. Und da habt ihr denn, was wir bei barrierefrei schon gemacht haben. Hier starkes Vibrieren und verzögert gedrückt halten. Ja, also das hatten wir ja schon beim Punkt Menüpunkt barrierefrei ausführlich behandelt. Barrierefrei ist halt dann auch Farbkorrekturen und sowas alles für Leute mit Sehbehinderung. Medienfernbedienung, ja, kann ich jetzt nichts machen, habe ich nicht, kann ich euch leider nicht erklären. Wir könnten sie jetzt einstellen, ich habe sie leider nicht. Also kann ich euch dazu leider auch nichts sagen. Tastatur, da haben wir dann halt hier auch wieder Verzögerung, Geschwindigkeit, da waren wir ja vorhin schon und Layout und haben wir Deutsch. Maus, rechtshändig, normal, ich habe aber keine Maus. Also warum das jetzt hier so drin ist, also vielleicht wenn man eine Maus mal anschließen will oder so. Kamera, da haben wir jetzt zwei Kameras drin. Das ist einmal die HDR-Kamera einstellen und einmal die PlayStation-Kamera einstellen. Die HDR-Kamera müsste die neue sein. Nee, das ist die alte. Die PlayStation-Kamera anpassen, das ist die neue. Nee. PlayStation-Kamera ist die alte. HD-Kamera ist die neue. So, und da sucht er. Also, natürlich bin ich jetzt nicht auf dem Sofa. Und dann könnt ihr dann einstellen, wie das für euch sein soll. Ihr müsst damit praktisch in das Viereck mit dem Kopf rein. Und das Viereck geht dann halt auf die andere Seite, Mitte. Und dann müsst ihr den Kopf neigen, hochneigen, runterneigen, drehen so ein bisschen. Und dann geht er auch weiter. Also, hier seht ihr das, die verschiedenen Vierecke. Also die ist dafür ausgelegt, dass die halt nicht so weit weg ist. Und wenn ihr die dann halt so wie ich ziemlich weit weg habt, müsst ihr teilweise von einer Seite zur Couch zur anderen Seite. Das ist schon ganz schön verrenken. Und das ist jetzt hier die alte PlayStation-Kamera. Ja, die könnt ihr auch noch anschließen. Da gibt es einen Gratis-Adapter. Also wenn ihr, der passt ja natürlich nicht, der Anschluss an die PS5. Den könnt ihr euch bei Sony gratis besorgen. Dann gebt ihr einfach die Seriennummer von eurem VR an und dann kriegt ihr gratis so einen Adapter. Und dann könnt ihr die VR-Brille auch an der neuen PlayStation 5 benutzen oder allgemein an der PlayStation 5 benutzen und habt dann halt die Kamera dran. Weil mit der neuen Kamera funktioniert HDR nicht. Die funktioniert weiterhin nur mit der alten. So. Und dann würde ich sagen, dann wartet. Dann kommen wir beim nächsten Mal, kommen wir zu gesicherte Daten und Spiele, Schrägstrich, App-Einstellungen. Und dann haben wir das ja bald, denke ich mal, geschafft. So, ich würde mich verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Teilt das Video, wenn es, ja, um den Algorithmus ein bisschen zu füttern. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi.
Sagt euer Odin.